Und für Olivia Pochet habe ich was ganz Besonderes. Das ist mein Fotzensekret. Vielen Dank. Das kommt neben. In die Vitrine. Richtig. Lady Bitch. Er ist. Das war natürlich ein mega schwerer Titel, den ihr ausgesucht hast, weißt du selber. Du hast nicht jeden Ton komplett getroffen und so, aber ich hoffe, die Zuschauer rufen für dich an. Und hier ist noch ein Geschenk für dich. Ja. Alles klar. Aber das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so Kleines mit Hut und dann im ausländischen Gast so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat er es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Olli Pocher ist nicht clever, Olli Pocher ist nicht komisch, Olli Pocher ist nicht doppelbödig, er ist nicht ironisch, Olli Pocher ist nicht überraschend und auch nicht sympathisch, dass dieser Typ als lustig gilt, ist nur noch tragisch. Olli Pocher ist brutal dumm, er hat keine Größe, keine Aura, keine Haltung, Olli Pocher hat keinen Charme, Olli Pocher hat keinen Witz, Olli Pocher ist der einzige Fehler von Harald Schmidt. Olli Pocher spielt sich auf, für so wenig Talent nimmt er sich viel zu viel raus. Olli Pocher wär gern provokant, der wär gerne anrüchig. Doch Olli Pocher ist nur traurig und gefallsüchtig. Olli Pocher ist ein Randschmeißer, er ist Gewinner eines Castings von Hans Meiser. Olli Pocher ist verbittert, er hat keinen Kontext, bei ihm steckt nichts dahinter. Olli auf Insta, moralisch will er sein, kein Plan von gar nichts, doch der Jagdunfall war geil. Olli Pocher hat keine Pointen, er hat keine Punches, keine Ecken, keine Kanten. Man muss ihn hassen, Olli Pocher tritt nach unten, immer feste drauf auf die, die gegen ihn nicht punkten. Falls seine Influencerin sich umbringt, ist Olli Pocher schuld und seine ganzen Kumpels. Kleine, miese Type. Oliver Pocher, kleine, miese Type. Kleine, miese Type. Olivia Pochet. Kleine, miese Type. Kleine, miese Type. Oliver Pocher. Kleine, miese Type. Kleine, miese Type. Olivia Pochet. Olli Pocher, Olli Pocher, Olli Pocher. Er hat keine guten Witze, also mobbt er. Fremdscham, wenn er rumzappelt. Deutsche Comedy im Fernsehen, nicht muss umschalten. Bombe Atom auf seine Daily Show. Alle Mann, ja, applaudiert für seine Racist-Jokes. Olli ist ein echter Mann, ja genau. Keine Frage, keine Gnade, auch bei schwangeren Frauen, ja. Immer drauf, der Pöbel liebt, wenn Olli austeilt. Und Olli liebt, wenn sich der Pöbel daran aufgeilt. So ein ekelhafter, niemals ehrenhafter. Let's Dance, dritte Wahl aus der Besenkammer. Influencer aller Länder, ey, vereinigt euch. Wünsche mir ein schnelles Ende für den kleinen Strolch. Olli Pocher, ja, das ist nur eine Misogyne. Harald hat so schön gesagt, kleine miese Type. Kleine, miese Type. Oliver Pocher, kleine, miese Type. Kleine, miese Type. Olivia Pochet. Kleine, miese Type. Kleine, miese Type. Oliver Pocher, kleine, miese Type. Kleine, miese Type. Ein mit 40er Versicherungsvertreter aus Hannover schreit im Internet herum, dass er jetzt Influencer tot macht. Der Familienvater sagt, Zitat, wenn's der Virus nicht macht, dann mache ich's und bekomm von RTL einen Vertrag. Er ist unbelehrbar, stand schon mehrfach vor Gericht für seine Ekelhaftigkeiten, doch er änderte sich nicht. Alle, die diesem Mann noch etwas abgewinnen können, sind nicht willkommen auf Konzerten von der Antilopen-Gang. Ciao. Die Brust ist ja oft das Sinnbild der Geburt. Wir alle sogten ja die Brust unserer Mutter so, dass sie schlaff da niederhing. Und oft ist die Mutter so hässlich danach, dass Papa gar keinen Bock mehr hat, sein Glied in die... Oliver, ja? Du musst wissen, Provokation alleine, ja? Ohne Hintergrund, ja? Ist nichts wert. Ja? Das ist vielleicht ein gutes Mittel, um mal ein paar Idioten zu beeindrucken. Verstehst du? Moritz? Aber ich möchte gerne tanzen.